Warte mal. Meditation einmal. Tränke einnehmen. Schwalbe. Schwertschaden. Und einmal trinken. Das ist der Schmuggler, den ich erwähnte. Das war der Schmuggler, den du erwähntest. Hm. Da kommt jemand. Du segelst nicht davon, du Nutte. Bringt sie um. Nett. Also ihr machen sie aber schon ganz schön Schaden. Ich hasse es, wenn man Leute beschützen muss, die nicht sterben dürfen. Also beziehungsweise sie kann sterben. Sie generiert hier Leben? Nicht. Okay, die Alte hat ihn einfach mal gekillt. Okay. Danke. Allein hätte ich das nicht überlebt. Du hast mich weit von der Stadt weggeführt. Du schuldest mir eine Erklärung. Rede. Wer waren diese Männer? Vor wem hast du dich versteckt? Ich weiß es nicht. 3 Tage. Wie eine Ratte, hast du gesagt. Und du weißt es nicht? Ich wusste. Ich meine, ich hatte meinen Verdacht. Dann rede. Erzähl mir von den Vipern. Sie haben diesen Sturm entfesselt. Arbeiten sie zusammen? Ich würde sagen, sie verabscheuen einander. Oder wollen, dass das jeder glaubt. Genau weiß es nur der Teufel. Du weißt, was der Graf vorhat? Nein, aber unterschiedlicher als er und Baron Kimbolt kann man wohl nicht sein. Das heißt? Ich würde Maravell als Schaf bezeichnen, wenn er nicht so ein schwarzes Herz hätte. Er ist ein Narr, ein besonders widerlicher. Wobei ich nicht weiß, an wessen Hof. Vielleicht an gar keinem. Was will Baron Kimbolt? Ein starkes Temerien und einen starken Norden. Er ist besessen. Er glaubt, wir wären von Rebellen und Verrätern umzingelt. Den Lavalettes, den Maravells. Er ist wohl nicht der Einzige, der das glaubt. Aber er ist der Einzige, der meint, dass er das geeignete Gegenmittel ist. Der Baron sieht sich selbst auf dem temerischen Thron. Er behauptet, das wolle er erreichen, indem er Anais heiratet. Ist sie nicht ein bisschen jung für ihn? Er ist ein ekelhafter alter Satyr. Und er wäre ein Tyrann, sollte er die Krone erlangen. Wie so ziemlich alle, die da die Krone haben wollen. Du hast den Baron und den Grafen ja recht gut kennengelernt. Und dann noch Roche. Interessantes Gesellschaftsleben, finde ich. Das Leben einer Hofdame, das ist nichts für mich. Ich fand es furchtbar langweilig und habe ein Gegenmittel gefunden. Ein bisschen Zerstreuung sollte freilich nicht gleich tödlich sein. Das war das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe. Man weiß nie. Ist Vernon der Einzige, dem du gefallen tust? Ich habe Temerien niemals verraten, wenn du das meinst. Was wurde aus dem Konvoi mit Anais und Bussy? Was ist mit den Kindern? Wir wurden überfallen. Der Konvoi wurde zerstört. Ich brauche es genauer. Wir sind die vereinbarte Strecke mit kleiner Eskorte gereist, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Die Kinder waren in 2 verschiedenen Wagen. Sicherheitsmaßnahme, hieß es. In welchem Wagen warst du? Ich war bei Anais. Eines Tages tauchte ein Bote auf mit Befehlen für den Konvoiführer. Planänderungen. Wir wandten uns nach Norden, um sicherheitshalber eine längere Route zu nehmen. Kurz danach wurden wir angegriffen. Das ist ein Überblick. Oh, my God.
Die Angreifer haben wahllos jeden niedergemacht. Einer zog mich vom Wagen, aber dann durchschlug ihm ein Bolzen den Hals. Es war das reinste Chaos. Ich rannte ins Unterholz und versteckte mich. Hast du gesehen, was mit den Kindern passiert ist? Lucys Wagenlenker wurde erschossen. Die Pferde gingen durch und rannten mit dem Wagen in den Wald. Nach dem Kampf fanden sie Anaïs. Sie war noch in ihrem Wagen. Ich konnte kaum hinsehen vor Angst. Aber sie schnappten sie nur und flohen. Hast du eine Ahnung, was aus den Befehlen für den Konvoiführer geworden ist? Ich habe den Brief bei mir. So wie sie Anaïs hatten, waren die Schweine in Eile. Sie haben noch nicht mal die Toten geflattert. Nimm ihn. Danke. Meinst du, dass du mit dem Boot zurechtkommst? Ich muss. In die Stadt kehre ich nicht zurück. Danke noch einmal, Hexer. Und bleib da dran. Du tätest uns allen einen Gefallen. Ich will ja noch mal ein bisschen bleiben. Ich will noch looten. Entschuldigung. Kann ich dich looten? Tarnstein. Leder. Holzklotz. Leder. Ich komm da nicht durch. Ich weiß noch nicht mal, wie ich normal nach Lokomin zurückkehren kann. Kann ich die... Ich kann die Leute... Doch, da kann ich das looten. Aber wo sind die anderen hin? Da ist noch was. Das brauche ich halt nicht noch. Ich kann ernsthaft die anderen nicht looten? Das ist leicht enttäuschend. Okay, ich muss tatsächlich den Weg zurückrennen. Wäre ja auch schön, wenn es anders gewesen wäre, ne? Diesmal nehmen wir aber diesen Pfad. Dann nehmen wir die... 26 Orans, ja. Die nehmen wir mit. Pfeile entschärfen, bitte. Ich habe die Pfeile entschärft und renn trotzdem rein? Wie geht das? Ich dachte, wenn der Fall entschärft ist, kann man nicht mehr. Egal. Ich hinterfrag das nicht. Okay, es gibt hier tatsächlich sonst nichts weiter. Gut, hätten wir uns den Weg eigentlich sparen können. Hier, Schildkraut, das können wir noch nicht mitnehmen. Wir hätten uns den Weg tatsächlich einfach sparen können. Schade. Na gut. Weiß man ja vorher nicht. Ja, nach Lokmuin zurückkehren.
Ja, komm, nehmen wir einfach mit. Also das andere Gebiet hat mir besser gefallen. Wolfsbann. Geht's da hin? Da geht's da lang. Schöner See. Aber die Musik ist schön hier. Finde ich. Der Hexer. Gesegnet sei das ewige Feuer. In seinem Schein leben wir. Und darin ich bin mit dem wir von Rinde. Jan Jochem. Die haben ja alle Namen. Gerald von Riva. Sprich mit Kimbold über Voltes Kinder. Okay. Das war die falsche. Kann ich? Nee. Hä? Komme ich auch da durch oder muss ich unbedingt? Weiß nicht, ob das ganz gut ist, dass ich in dem Lager hier bin. Ich glaube, es ist eigentlich. Egal. Oh, es war sogar gut, glaube ich, oder? Da muss ein Missverständnis vorliegen, Herr. Raus, ehe ich meine Wachen rufe! Welche Nachricht darf ich überbringen? Keine. Baron, Herr, du hast dein Wort gegeben. Zum letzten Mal, raus! Ihr glaubt, das hat einen schlechten Tag. Kümmer dich darum. Sehr schlechten Tag. Baron Ravanen Kimbold nehme ich an. Entbindet dich dieser Hexerkodex von der Hofetikette? Gewährt er dir das Recht, einen Adligen ohne Aufforderung anzusprechen? Ja. Ich muss mich wohl nicht vorstellen. Oh nein, ich weiß, wer du bist. Gerald von Riva, Voltests Lieblingshund neben Roche. Uff. Promenadenmischung. Ey. Es heißt, du brächtest Ärger, wo immer du auftauchst. Der Ärger folgt mir halt. Kann ich doch nichts für. Was wird mit Temerien geschehen? Höre ich da einen Anflug von Nostalgie in deiner Stimme? Denkst du an deinen Dienst unter Volltest? Oder eine kleine Nummer mit der königlichen Beraterin? Wie auch immer, erspar mir deine die königliche Beraterin ist mein Freund, ich kümmere mein Land doch keinen Deut. Ich weiß selbst, was mich kümmert. Darum frage ich ja. Eins macht dir klar. Ich rede nur aus Respekt vor Volltest und zu seinem Gedenken mit dir. Genau. Die Preise auf meinen Kopf zu seinem Gedenken habe ich schon genannt. Das ist genau der Sonne meiner Brüder. Man hätte dich gehängt, wenn da nicht die Aussage der kleinen Anais gewesen wäre. Ja. Dann hat das Mädchen endlich geredet. Wer immer dieser Mönch war, für mich war er genau wie du. Ja, fast, ne? Nur von einer Schule. Ein anderes Tier, bitte. Ich habe Voltest nicht getötet. Das ist nur einer der Unterschiede zwischen uns. Wirklich? Was noch? Ehre? Prinzipien? Ich bin ein Hexer. Ich bringe nicht gegen Bezahlung Menschen um. Bist du sicher, dass das nicht nur eine Frage des Preises ist? Sag mir, Gerald, was hast du an diesem unseligen Tag an Voltests Seite gemacht? Ich tat, was richtig war. Wäre ich ein gewöhnlicher Soldat, hättest du die Frage nicht gestellt. Aber du bist keiner. Du bist kein Soldat, du bist nicht mal Temerier. Du bist ein gekaufter Verbrecher, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Diese trübe Prinzipiensammlung, nenn sie Werte, die wirfst du doch sofort in die Ecke, wenn der Preis stimmt. Ich bin nicht käuflich. Von Geld rede ich nicht, Hexer.
Als Monstrosität willst du, was dir am häufigsten verweigert wird. Kameradschaft, Respekt, Liebe. Für solche Dinge erklimmst du Mauern und ermordest Unschuldige. Das ist dein Preis. Hört er sich eigentlich selber zu? Rein theoretisch, wenn das so, also wenn wir uns ja nach den Dingen sehen, dann tun wir doch alles dafür, dann lassen wir uns doch deswegen nicht kaufen, weil dann verliert man die Dinge doch, wie man ja gerade sieht. Also ist meine Sicht. Aber ich glaube, der Kerl redet sich ja nur in Rage. Angeblich gibt es keine Unschuldigen im Krieg. In der Tat. Im Krieg gibt es nur den Grund, aus dem man kämpft. Eine höhere Berufung. Obwohl man auch sagt, dass Krieg der Hort der Verdammten ist. Eine Zuflucht für die, die Herz und Seele verloren haben. Eine höhere Berufung. Schönes Konzept. Allerdings erinnere ich mich an die Ritter, die die Burg Lavalette gestürmt haben. Adlige, die auf hohen Mauern fochten. Sie waren da, um zu töten. Für Ruhm, Geld und zum reinen Vergnügen. Ich war auch in Bergen, wo einfache Soldaten mit falschen Reliquien auf der Brust in die Schlacht zogen und wussten, dass der Tod auf sie wartete, sollten sie desertieren. Sie waren es ihrem König schuldig. Wenn ich etwas am Hexerdasein liebe, dann die Tatsache, dass ich mein Schwert niemals auf fremdes Kommando ziehe. Ich bin diese Diskussion leid, Hexer. Komm zur Sache oder geh. Würde ich ja gerne. Fängt da immer wieder ein Thema an. Der Konvoi mit Anaïs und Bussy wurde überfallen. Weißt du, wieso? Das wüsste ich selbst gern. Ich habe deinen Brief an Horst Lubbock gesehen, in dem du ihm befohlen hast, die geplante Route zu ändern. Unsinn! Ich habe keinen solchen Brief geschickt. Der Brief trägt dein Siegel und deine Unterschrift, Baron. Wo ist er? Ich habe ihn. Herzeigen. Okay, sollen wir ihm den Brief zeigen oder sollen wir es lassen? Was meint ihr? Brief zeigen oder lassen? Das heißt, bitte weiter sag. Also, ja. Geht ihn gar nichts an. Er hat dich bitte gesagt. Okay. Was jetzt passiert, geht auf euer Konto, ne? Das wisst ihr schon. Du musst dich auf mein Wort verlassen. Das Wort eines vagabundierenden Monsterschlechters bedeutet also, mir nichts. Also, geht auf eure Körper. Wenn das so ist, ich habe dir nichts weiter zu sagen. Ich habe keinen solchen Brief geschrieben. Worte sind Wind, Baron. Es fällt mir schwer, deine zu glauben. Weil sie was schert es mich, was du glaubst? Wenn dieser Brief existiert, haben wir es mit einer Fälschung zu tun. Wer immer dahinter steckt, hat einen temerischen Adligen betrogen und wird gebührend bestraft werden. Mein Schreiber prüft den Brief und bestätigt, was ich sage. Dann nein, Leute. Wir sprechen also mit gut. ihm. Mal sehen, was dieser Schreiber zu sagen hat. Es gibt objektive Methoden, die Damit Echtheit geben wir des den Brief Briefs nicht zu raus, aber wir. Ich verspreche dich für die Wahrheit gut ich. Zu bezahlen. Hm. Die Wahrheit wissen, schmeckt besser, wenn eine Bezahlung im aber Spiel das schmeckt ist. Doch auch nicht. Das schmeckt doch auch nicht. Zum Schreiber. Was ist das? Ja, ich bin das. Gut erkannt, hey. Hm. Hitze, löschen, Kack und spülen. Blauer als ein Barde. Aus dem kriege ich nichts raus. Vielleicht enthalten seine Notizen etwas über das Prüfen von Briefen. Ich wollte gerade sagen, der ist aber hackendicht. Junger Alchemist. Nicht alles. Verhörbericht. Bericht über das Verhör von Maria Luisa Lavalette. Die Vorbereitungen erfolgten störungsfrei. Luisa Lavalette verhielt sich währenddessen still. Entsprechend der Tradition zeigte der unbarmherzige Meister ihr die Werkzeuge, die er verwenden würde.
Die Baronin bist du die Zähne zusammen und verharrte in ihrem würdevollen Schweigen. Nach Abschluss der initialen Prozeduren begann ich ernsthaft mit der Befragung. Ich stellte dem Subjekt Fragen von der Liste meines Herrn Barons. Jedoch gelang es mir nicht, zufriedenstellende Antworten zu erhalten. Nach Konsultationen mit dem unbarmherzigen Meister entschied ich, dass das Subjekt noch nicht bereit war. Wir platzierten es daher auf der Streckbank. Nach einiger Zeit wiederholte ich die Fragen des Herrn Barons, Joachim Peil, Gerichtsdiener. Mhm. Ich kenne keine dieser Substanzen. Besser so nicht riskieren, den Brief alles zu zerstören. Vielleicht findet sich eine Formel für den Aktivator in den Notizen des Schreibers. Los. Einfach nein. Und Ryan, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Geh's einfach hier. Ich muss die Substanz herstellen, die die Färbung sichtbar macht und den Brief damit behandeln. Ach du grüne Nonne. Morgen die Flasche geben, Flasche langsam erwärmen und Vitrolöl hinzufügen. Erhitzen, Kupfer in die Flasche geben, Wasser in die Flasche geben, Flasche erhitzen. Ach du Scheiße. Ich habe Angst, dass ich den Brief kaputt mache, wenn ich da was mache. Warte. Ich habe keine Zeit dafür. Du nennst mich blau? Na, ich bin unsichtbare so klar Tinte. Im Kopf wie ein Kormoran. Unsichtbare Tinte. Wer die wahre Inhalte seiner Sendschreiben von vor Dritten zu verhehlen sucht, schreibt häufig mit unsichtbarer Tinte. Diese Art verfasste Nachrichten werden nur dann lesbar, wenn das Dokument mit einer Substanz behandelt wird, die Schrift sichtbar macht. Manchmal wird unsichtbare Tinte anstatt zum Schreiben auch als Färbmittel verwendet, mit dem ganzen Seiten getränkt werden. Der Empfänger einer so behandelten Nachricht kann sich ihrer Echtheit vergewissern, indem er die Substanzen aufbringt, die Farbe üblicherweise blau sichtbar macht. Ja, und welche... Was ist das? Was macht blau sichtbar? Des Schreibers. Ich bitte höflich, mein guter Herr, meine Ladung, meine Seite, mein guter Herr, befolgt es genau, mein guter Herr. Junger Alchemist. Wenn ich jetzt das nächste nehme. Nicht alles ist Gold, was im... Okay, ist genau das gleiche. Gold in der Base gibt ganz vorzügliche Gase. Da auch noch. Vor allem, wenn man Schreiber sie mit Wasser trinkt. 511, 1 Kobold Eisenerz. Danke, Kitty. Rezept zum Authentizitätsnachweis von Korrespondenz. Die Seiten wurden mit einer Substanz getränkt, die sich blau färbt, wenn mit einem Aktivator behandelt wird. Die Zusammensetzung des Aktivators muss geheim bleiben, damit sie nicht vergessen wird. Notiere ich sie hier in verschlüsselter Form. Hitze, Löschung, Kack und Spülen. Dies wird auf die Wahrheit ziehen. Guano, transformier in Pisse, dann ziehst du die rechten Schlüsse. Stift. Stift und Zettel. Zettel und Stift. Nein. Auf meine Kontoauszüge soll ich das vielleicht nicht schreiben. Vielleicht nicht ganz so angebracht. Ja, das Briefpapier. Sehr gut. Danke. Dann kann ich mir die nachher wieder rausholen. Vielen, vielen lieben Dank. Also. Hitze. Löschung. Was auch immer das heißt. Die Wahrheit ziehen. Dann siehst du recht, das ist okay. Ich weiß zwar nichts damit anzufangen, aber...
Ich muss die Substanz herstellen, die die Färbung sichtbar macht und den Brief damit behandeln. Wie war das noch? Hitze, Löschen, Kack und Spülen? Dies wird auf die Wahrheit zielen. Guano transformier in Pisse, dann ziehst du die rechten Schlüsse. Wärme und Vitrol. Verbrannten Kalk, Flasche erhitzen. By the way, Anwirkung für den Gummi 50. Habe ich schon gesehen, Ryan. Ich habe dich vorhin gestalkt. Aber Glückwunsch. Aber, Ryan, ich habe jetzt auch einen Crafter 50. Und zwar den Grobschmied. Den habe ich heute auch auf 50 gelevelt. Ja. Ich war fleißig. Ich war ganz, ganz fleißig. Als nächstes kommt der Plattner. Aber nicht heute. Und auch nicht morgen. Ich weiß auch nicht, was ich den mache. Wahrscheinlich Freitag. Und ich jetzt am Herzen verfehlt. Ja. Ich habe auch nur gefragt, weil du dich extra angeboten hattest. Sonst hätte ich gar nicht erst gefragt. So, ich hoffe einfach, dass wir es jetzt richtig machen. Also, wir sollen es auf jeden Fall erhitzen. Das wäre das nichts. Flasche langsam erwärmen. Okay, jetzt wäre halt die Frage. Langsam erwärmen oder Flasche erhitzen? Dämpfer einfangen und mit Wasser übergießen. Das wäre dann halt auch gleichzeitig mit Löschen. Wir machen es einfach. Bis es sich auflöst. Ich weiß es nicht. Nee. Okay, war nicht richtig. Ich glaube, es geht hier doch gerade erstmal nur ums... Mit einer Prise Guano geht alles besser. Warte mal. Wie war das noch? Hitze, Löschen, Kack und Spülen? Dies wird auf die Wahrheit ziehen. Guano transformier in Pisse, dann ziehst du die rechten Schlüsse. Okay. Guano, das... Man Kalk in die Flasche geben. Hiermit muss ich aufpassen. Heißes Kupfer. Verdammt. Dieser Brief ist hin. Ich muss vorsichtiger sein. Ich muss die Substanz herstellen, die die Färbung sichtbar macht und den Brief damit behandeln. Ist halt die Frage. Ich weiß halt nicht, was davon richtig ist. Ich weiß es halt leider nicht. Hallo, Virenprogramm. Nein, schließe dich, Virenprogramm. Dann ist das Mitri erst in der Wüste. 9 Minuten und dann wieder du geschehen. Mach das so. Ich muss einmal kurz nachgucken. Wir können uns halt leider nicht so viele Fehler erlauben. Etwa. Bei. Des Schreibers. Irgendwie Pan. Okay. Das eine, was wir zum Schluss hatten, war richtig. Ich hoffe, dass das richtig ist. Bin mir nicht sicher, aber wir probieren es einfach.
Also. Ein bisschen verbrannter Kalk. Das. Ein Schluck Wasser. Mit einer Prise Guano geht alles besser. Warten, bis es sich auflöst. Ich muss verbrannten Kalk in die Flasche geben und ihn mit Wasser übergießen. Dazu kommt Vogelkacke, dann heiß machen, dann die Dämpfe einfangen und durch kaltes Wasser leiten, um die richtige Substanz zu erhalten. Also gut, versuchen wir es mit Kimbolds Brief. Okay. Ich muss die Substanz herstellen, die die Färbung sichtbar macht, und den Brief damit behandeln. Das heißt jetzt... verbrannten Kalk. Ein bisschen verbrannter Kalk. Dann das Wasser wieder. Ein Schluck Wasser. Mit einer Prise Guano geht alles besser. Und dann erhitzen. Warten, bis es sich auflöst. Riecht nach Pisse, aber funktioniert. Jetzt ist es aber rot. Das Papier ist orange, nicht blau. Der Brief ist gefälscht. Kimbold hatte nichts damit zu tun. Wasser löscht Kalk wie Bier den okay. Brand. Also war die Vermutung richtig, dass er nichts damit zu tun hat. Zauberkünstler! Hexer trifft es wohl eher. Du bist das? Hi! Achso, bei. Du hattest recht, Baron. Der Brief ist gefälscht. Natürlich hatte ich recht. Ich würde nie versuchen, Bussy weh zu tun. Bankert oder nicht, er ist noch ein Kind. Dein Lohn, Hexer. Ich will, dass du dich um noch etwas anderes kümmerst. Worum geht es dabei? Um Graf Linus Maravel. Du hast den Namen schon gehört? Jung, fähig, gut aussehend. Ja, ja, all das und mehr. Und er ist geradezu krankhaft ehrgeizig. Gleich nach der Ankunft der temerischen Delegation in Lokmoin begannen seine Leute regelmäßig, das Nilfgaardische Lager aufzusuchen. Willst du sagen, dass Maravel ein Verräter ist? Wir sind alle befugt, mit dem Gesandten zu kommunizieren. Ohne Ärger, ganz offen. Und so, wie höfische und diplomatische Protokolle es vorsehen. Aber die Boten des Grafen, die Briefe, die da hin und her gehen, das erinnert mich eher an ein komplexes Balzverhalten. Du willst wissen, was in diesen Briefen steht. Ich will, dass du die Pläne des Grafen in Erfahrung bringst. Der Mann würde seine Mutter verkaufen, um dem Kaiser zu gefallen. Finde heraus, was Maravels Bote transportiert. Wenn es um Verrat geht, musst du Johann Natalis warnen. Du wirst großzügig belohnt, sei gewiss. Hat 82k geschmeckt. Oh, das glaube ich. Ist gut. Also gut, ich spreche mit ihm. Mein Herr, wir wissen, wo Sie sind. Wie lauten deine Befehle? Verdammt, ein großartiger Tag. Sammle deine Männer und erledige dies ein für alle Mal. Guck mich nicht so an. Macht euch bereit. Wir gehen auf die Jagd. Meister Hexer! Was willst du? Herr, der ehrenwerte Graf Maravel wünscht die Ehre deiner Gegenwart. Er sagt, es sei dringend. Dringend ist wohl alles dieser Tage. Sag dem Grafen, ich denk darüber nach. Ja, und wo bin ich den Grafen? Sorry, lieber, aber ich muss gehen, kann nicht mehr sitzen. Schön, viel Spaß und wir lesen uns. Sehen uns. Mach das mal bei dir weiter, gute Besserung. Und schön, dass du trotzdem da warst. Ruh dich aus. So viele gekrönte Häupter. Da wirst du.
Vielleicht vertraut Roche dir ja. Aber in meinen Augen bist du noch immer verdächtig. Was willst du? Repräsentanten des Regentenrats. Sind welche mit dir hergekommen? Nur Baron Kimbold und Graf Maravel. Die anderen fünf bleiben in Vuzima. Mit Ausnahme von Baron Orval verbringen sie offenbar die Zeit damit, Wege zu finden, Anais Anspruch auf den Thron zu untergraben. Kimbold und Maravel, welche Haltung haben sie? Sie vertreten entgegengesetzte Positionen, wie zu vermuten war. Der Baron meint, Anais Abstammung, sozusagen, stünde ihrem Anspruch auf den Thron im Weg. Auch wenn jeder weiß, dass er es schlicht vorzüge, sich selbst auf den Thron zu setzen. Maravel wiederum sagt, dass Foltests Kinder seine volle Unterstützung haben. Das hat er in Vuzima vor dem versammelten Rat erklärt. Eins ist sicher. Worte sind Wind. Die beiden könnten ihre Meinung blitzschnell ändern, wenn Anais gefunden wird. Der Rang dieser Beratungen ist imponierend, aber die Vertreter einiger Länder fehlen. Die wichtigsten sind anwesend. Die Magier wollten zwar alle einberufen, aber schade um die Zeit. Die Gesandtschaft von Nilfgaard ist eingetroffen. Hänselt hat sie eingeladen. Ein Skandal. Warum treffen sie sich nicht gleich zum Kriegsrat? Die Zauberer werden so viel wie möglich erreichen wollen. Könige mögen es gar nicht, wenn ihnen jemand die Bedingungen diktiert. Daraus kann ein ziemlicher Krach entstehen. Es wird keinen Ärger geben. Die Magier sind auf das Wohlwollen der Nordreiche angewiesen. Das Amphitheater ist durch einen magischen Schild gesichert. Ähnlich dem von Tanit. Jedenfalls ist die Ära der immunen Magier vorbei. Es wird Zeit, dass sie ihren Platz kennenlernen. Konnten wir jetzt aber nicht so viel sagen, ne? Kimbold und sie vertreten der Baron Maravel. Eins ist sich. Okay. Von dem erfahre ich halt einfach nichts, ne? Warum wird mir das denn hier angezeigt? Behalt deinen Defetismus für dich. Wieso wird mir dann hier angezeigt? Seltsam. Geralt, geh aus dem Feuer raus. Okay, wir sollen erst herausfinden, was mit den beiden passiert ist, aber wo finden wir das heraus? Ich habe immer noch kein Buch für die Gargoyles gefunden. Bist du aber hässlich. Okay, das ging fix. Das Medaillon schlägt aus. Nein. Pötner eines Riechs, der Mond sinkt leis, dass der Herbst naht. Einfach
Einfach nur. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich blicke nur nicht mal durch die Erklärung durch. Ganze einfach noch mal so ein bisschen schwieriger macht. Sprich mit Graf Maravell. Wo ist aber Graf Maravell?